muss sorgfältig organisieren. Nicht nur die Vorstellung am Vormittag mit die Ressa, nicht nur am Nachmittag den Operettenteil, sondern was das Allerwichtigste ist, 3000 Leute müssen rasch, gut, perfekt zu Mittag bedient werden und was Gutes zum Essen kriegen. Das haben wir in dem Jahr wieder gut geschafft. Mit dem Sepp Schreiner war ich schon so oft unterwegs und wo auch immer man mit ihm hinfährt, es ist ein Hetz, es ist lustig, es ist gescheit und es ist genießerisch toll. Abgesehen davon, dass ich der Garant bin für das schöne Wetter, gibt es reichlich gutes Essen, das ist mir auch ganz wichtig. Aber gerade bei den Pferden, da bin ich wieder daheim bei meinen Viechern und dieses Pferdefest ist schon was Besonderes. Und obwohl ich es jetzt das zweite Mal sehe, es war heute schon wieder ganz besonders. Es ist immer was Neues und ein tolles Fest. Hofreitschule spricht man natürlich vom Weltruf der Lipizzaner, aber hier leben die Leute mit dem Lipizzaner, hier ist das praktische Leben und die Ungarn sind die Weltmeister im Gespannfahren und das haben wir heute hier gesehen. Und das ist die nächste starke Domäne vom Lipizzaner neben der spanischen Hofreitschule. Naja, Leha in der Puste, da kann nichts schief gehen. Mit Franz Leha hat man so viele Melodien im Ohr, dass es ganz toll ist, wenn man das mal in der Puste am Originalschauplatz nicht nur sieht, sondern auch hört, dass tolle Schauspieler, Kostüme da sind. Auch das war voriges Jahr wunderbar. Es wird sich heuer sicher noch steigern.